Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind hier wieder bei Ages of Winter, genau, Monolithen. Und jetzt ein Leuchtfeuer und danach gleich zwei Götzen Echos. Genau, ich bin noch ein bisschen müde und in letzter Zeit ein bisschen krank. Aber ja, es ist nur eine kleine Erkältung oder einfach, ja, diese blöden, weiß nicht was das heißt, THC oder so, diese Drogen, Sachen von meiner, ja, Nachbarin. Ich bin wieder ein bisschen zu Hause gewesen gestern und sollte eigentlich wirklich der Wohnung fernbleiben, weil dieses extra Zeugs da, dieses Mari und Anna Zeugs, tut mir nicht gut. Gut, ja, das ist halt, wenn man ein bisschen mehr deftiges Zeugs braucht, als Nachbarin. für einen sensiblen Menschen halt nicht so gut, beziehungsweise einen kranken Menschen nicht so gut. Aber okay, normale Chains oder so machen wir nichts aus, aber dieses Mischmasch. Und was gibt's noch so für Sachen? Ich will es am liebsten einfach nicht sagen, also nicht so nicht das zu machen oder zu betreiben oder darüber zu reden. Gut, ja, ich bin immer noch ein bisschen am Leveln gewesen. Und jetzt 81. Die Tastatur ist immer noch dunkel wegen dem Spiel. Das Spiel sagt einfach mal, ja, ich brauche kein Licht. Da ich natürlich ein dunkles Spiel bin. Ja, eigentlich gar nicht mal so ein dunkles Spiel. Und jo. Schwierigkeitsgrad haut auch ein bisschen langsam rein. Aber eher, wenn man halt einfach nicht heilt, beziehungsweise der Gegner halt sehr viele Dot-Effekte hat, kann man irgendwie Dots gut senken. Ja, nur mit mehr Lebensregeneration, Lebensenergie. Mit bestimmten Werten, wie was geht auch auf Rüstung und so. Ja. Aber sonst, ja. Ich meine, in jedem Spiel hat man Probleme mit Dot-Gegnern. Und so. Immer die schlimmsten Dinge. Und jetzt in letzter Zeit hatte ich so Assassinen mit Gift und diesen riesen Vieh, so ein riesen Bestie mit Blut. Und das hat mich schon ein bisschen, ja, ziemlich in Bedrängnis gebracht. Endurance ist eigentlich ziemlich gut, das Gefühl. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen, hat mir das Leben gerettet. So. Trotzdem, ja. Sicher fühle ich mich natürlich jetzt gerade nicht. So, jo, jetzt kommen die zwei Echos anscheinend. Da und da. Und jo, das ist jetzt nichts Gutes. Jo. Ich frage mich immer, wo die Belohnung in der Mitte ist. Das ist ein Leuchtfeld. Yes. Also ich brauche Gold-Amulette fürs Crafting. Ich will ja die Division haben. Aber das droppt ja nie. Jo. Habe ich irgendwie das Gefühl, ich drücke, aber es macht nichts. Ich wollte das wieder zusammen machen. Ich glaube, sie haben jetzt erst kürzlich den Patch gemacht, gestern Abend oder so. Ich glaube, die haben wieder sehr viele Bugs reingefügt. Es tut manchmal echt nicht reagieren. Also die Tastatur, die sagt so, ja, drücke das. Und das Spiel sagt so, nö, ich tue jetzt gerade sehr problematisch machen. Weil ich halt einfach buggy bin. Ja, ja. Wenn das Spiel noch sehr viel Spaß macht, sehr verschmerzbar, irgendwelche Bugs zu haben, aber die Entwickler fügen mehr Bugs ein, als sie entfernen. Einfach ständig immer heftige Bugs. Die einfach wieder neu sind, oder? Weil sie nicht fertig patchen. Sie sollen jetzt mal aufhören, so schnell die Patches rauszubringen. Bei Bugfixen tun sie sowieso nichts Schlimmes, aber wir können 2 Wochen länger brauchen und wird niemand stören. Also nur so, liebe Entwickler. Das sind einfach völlig geforderte Entwickler. Müssen mal ein bisschen runterkommen mit der Schnelligkeit. Was ist jetzt die
1.0.2.3. 7.3er Mensch. Ja. Oh, das ist klein. Das ist halt. Das sind viele, oder? Das sind 7.3 Patches in 2 Monaten. Ja gut, natürlich. Aber ziemlich groß, also. Ja, viel wurde verändert. Und das ist halt schon ziemlich nervig für einen Spieler. Vor allem diejenigen, die halt wenig Zeit haben. Okay, keine richtige Kürze. Es gibt noch einen anderen Bild. Bleed, Hammer, Shit, Wolf, Hit Throw. Den muss ich aber von Grund auf machen, den kann ich nicht einfach umändern wahrscheinlich. Der vielleicht einfach nur eben eine Kürze braucht hier. Das glaube ich 8. Was war denn das, wenn der PC? Selber ist überfordert. Der macht natürlich auch dort Schaden, das hat die Gegner. Das ist nervig. Die Gegner nicht dort nerven. Aber ich habe nur Lust auf diesen Pit gerade. Ist echt nur. Ich habe so einen Blut-Warlock angefangen noch. Und mir macht es einfach nicht Spaß. Man muss immer ein bisschen warten, bis diese Geschosse dann eintreffen auf den Boden. Und habe ein bisschen Mana-Probleme und so. Das ist nicht so ein toller Bild. Sonst habe ich eigentlich gar keine Pläne. Ich will nur diesen endlich revision und die zwei neuen Boxen finden. Jo, mehr. Also nur noch weiter spielen. Weiter besser werden. Ja, es ist halt einfach langsam die Route draus. Wir haben halt keinen Endkonten eingefügt. Viele haben einfach keine Lust, sehr weit zu kommen. Da hat eben gerade so ein Schaltpass Blade oder wie der heißt. So ein Explosionsschuss. Dolch. Mit 4 guten Werten. Legendary-Werten. Gepostet und sie haben ein bisschen was gefeiert, aber. Ich fand es jetzt irgendwie okay. Ich spiele halt zu wenig, damit ich das machen kann. So. Uninteressant, aber nicht so unbedingt jo, motivierend oder so. Ja. Ich wollte nicht klicken. Hey, wieso kommen immer die anderen? Okay. Heißt die? Jetzt Götze. Schmuck. Schmuck, Rayet, Götze. Gut. Wie soll ich mir die falschen nehmen? Yes. So viel Pech. Also ich brauche Gold, nicht wirklich. Ich brauche Goldamulette. Gib mir Goldamulette. Ja, weiter nach Osten. So. Wollen wir. Ja, komm, wir machen dann noch den Boss. Ja, dann ist es aber wieder resettet. Wenn man den Boss macht, ist es resettet. Okay. Das ist Corruption. Also nicht so schnell. Die Chance auch so, ich was mit Pötzen und Unixen hat höher. Aber ist nicht weiter. Ja, ich habe so langsam echt fast keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Ich mache es immer morgen, wenn ich halt immer noch so ein bisschen Bestimmprobleme habe, durch diese Sachen in der Welt und Abplatz und so. Ich muss sogar Müllzeug. Nein, einfach diesen Müll. Und ja, kann man nicht gut rauswäschen, man muss immer dann eine neue Matratze kaufen und so. Ja, und natürlich durch den vielen Sport, den ich machen muss. Meine Beine wollen es, die sind jetzt auch gerade ein bisschen geschwächt wieder geworden. Einfach weil ich lange geklinisch war und gar keine Medikamente genommen habe.
Ja. Bei mir wirkt ja nichts außer Morphium und. Vitamin. So. Jo, es sind in letzter Zeit wirklich so ein paar Sachen mir gesagt worden. Ich hätte Autismus, ich hätte ADHS, ich hätte ADS, ich hätte Trisomie, ich hätte das und das und am Schluss ist nur eine billige Nervenkrankheit, okay. Eine schwierige Nervenkrankheit, das ist schon ziemlich schlimm, aber so die Wirkung, die Beruhigung von diesen Krankheiten und so, die wirken auch bei mir. Also, ich bin da nicht irgendwie, weiß nicht wo, nicht da oder so, sondern ich bin einfach auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger mit Kopf beschäftigt, denken, mit mehrfach denken, mit falsch reden und so, weil ich einfach zu viel denke. Ja, und es ist in letzter Zeit viel, viel besser geworden. Nicht durch Medikamente, ich darf kein Ritalin nehmen, ich darf kein Morphin nehmen. Und ja, andere Sachen darf ich auch nicht nehmen. Und ich muss jetzt momentan mit den Hormonen, Ersatzmedikamenten, also dass ich mehr habe und so, um Cortisol, darf ich nicht zu viel nehmen, nicht zu wenig. Das muss ich jetzt zuerst wieder auswägen. Oh, das und das. Eigentlich hat man zwei, drei gute Ärzte, aber die machen nichts. Du machst alleine alles. Du musst auf deinen Körper schauen, sagen die Ärzte. Also die können, die wollen nichts machen, weil sie überhaupt nicht ausgebildet sind. Also die Ausbildung, die sie genießen, katastrophal schlecht ist. Das hat Schulmedizin. Und ich denke mir immer noch, sind Ärzte überhaupt intelligent? Nein, sind sie nicht. Sie machen nur alles nach Plan, aber können es nicht nach Plan machen, weil jeder Mensch anders ist. Ich denke, Ärzte sind nur voller Informationen, aber nicht intelligent. Sie wissen nicht, was sie machen müssen, wenn es anders ist. Wenn es irgendwie, wenn es nicht im Buch steht, im Ärzte, im Gesundheitsbuch. Und das ist halt das Katastrophale. Ärzte sind halt wirklich keine Talente. Und das ist echt schade, weil der Mensch wird immer wie kränker, die Natur wird immer wie kränker, also die Tiere, alles Mögliche. Und trotzdem wird nicht geholfen. Man ist das Opfer, wenn man krank ist. Wenn man nicht geheilt werden kann oder so. Okay, ein Orakel. Ich weiß ja nicht, ob Multiplayer wirklich so viel Stärke ist das 15 Wurfschaden und Blitzschaden. Weil Schutz im Laufe der Zeit ist halt auch gut und Giftresistenz auch. Schwäche auch. Ich tue jetzt einfach mal ein bisschen mit dem spielen. Ich denke, es ist schwächer. Ja, muss nicht sein, aber gerade Kick Multiplayer ist halt schon ziemlich stark. Yes. Ja. Yes, take care. Gut, ja. Da haben wir vier erst, okay. Gut, dann machen wir doch mal die Mission. Der Boss kommt hoffentlich auch noch rein. Haben wir hier eine Kiste? Hier nicht mehr. Kommt vorher. Hallo, Kiste. Wieso bringen die in den Echos keine Kisten mehr? Ich will Kisten sammeln. Ich hab Spaß. Mach Kisten sammeln. In der Kampagne mache ich das gerne, auch wenn es nicht so ist. Ich will hier ja nicht den Speed drin. Mach ich schon genug. So, so. Ja, momentan kommen die Videos wieder sehr gut an. Dankeschön für alle, die mir so ein bisschen helfen. Livestreams auch. Kann ich aber nicht so viel machen, leider. Ich bin ein bisschen zu angestrengt, haben die Zeit. Aber das ist, liegt auch ein bisschen an meiner Krankheit. Man muss ein bisschen mehr chillen. Heute und morgen werde ich wahrscheinlich Ding machen. Minecraft.
bauen. Also Story Welt. Auf Regnum habe ich gerade nicht so viel Bock irgendwie. Keine Ahnung, es bringt mir einfach nicht so viel und schnell weiter. Es ist zu heftiges Grinding. Und die Spieler fehlen halt einfach. Ich werde vielleicht ein bisschen ESO bringen. Das kurz spawnen. Und dort mal schauen, ob ich ein bisschen schneller vorwärts Spaß habe. Weil mir gefällt jetzt das Spiel auch nicht so sehr. Das typische MMO. Viele Effekthebel auf dem Bildschirm oder nicht so. Auf Rungescap hätte ich auch wieder Lust gehabt, aber es kam bei mir nicht so gut an. Und ist ja gerade schon alt. Und sonst weiß ich auch nicht, ich bin so in einem OPG schon. Ich würde lieber Minecraft dann zu einem MMORPG machen. Ja, das ist nicht leicht. Ja, es ist gut, dass man einen Scripter hat. Kann man auch ein Spiel entwickeln. Ich wollte ja unbedingt eben ein Spiel selber entwickeln, aber das sieht nicht. Am Anfang vor allem mal ein bisschen blamieren, weil ich einfach nicht so viel immer sofort checke. Aber jo, da bin ich schon umso besser. Ja, langsam starten und schnell vorwärts kommen. Ne? Ja, wenn man intelligenter ist, dann braucht man einfach ein bisschen länger. Man macht mehr. Das ist gut. Einhändig. Gut, also. Gut. Also, war eine tolle Mission. Ja. Ein bisschen langsam die Mission gemacht. Jetzt mache ich mal ein bisschen schneller bei dem. Ja, das ist der Hafen. Wie heißt der dunkle, Schattendock oder so etwas anderes. Oh, Bienen! Ich wollte mal Sims 4 spielen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte es nicht mehr. Bienen wäre ja bald Paralives und das andere rauskommt, das andere ähnliche Spiel. Sensation oder so. Und Sim Fiction. Und einfach wirklich noch mehr Bienen. Fliegende Bienen. Und dann wirklich so ein bisschen was da ist. Komm. Mal gucken. Aber eben so viel will ich auch nicht machen. Will sowieso auch langsam auf andere. Ich will es nicht lange machen, aber einfach etwas Gutes machen und das bringen wir so sehen. Gut. Aber ich möchte dann nicht so extremst auf Reden oder so gehen. Und einfach rechnen, manchmal dann wieder eine bessere Freude machen und dann wieder ein bisschen aufhören. Weil es vielleicht nicht also viel zu viel war oder so. Oder sonst irgendwas. Also nach eurem Geschmack irgendwie alles machen. Das ist das Beste für mich. Ja, dieses Vulkanus mit Stufe 1. Legendary Potential 1. Aber den Bild machen wir langsam nicht mehr. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, auch weil das Fehler trotzdem noch. Ich mag nicht so viel, so tausende Sachen finde ich. Okay, der Bild auch. Aber der ist schön. Blitze sind schön. Wie komme ich jetzt nach oben? Kommt denn dort? Ja, schon. Ja. Oh. So schnell. Ja.
Habt ihr die Leiche gesehen? Nach oben gewandert. Immer die Gewaltsamen. Ja, wir kämpfen halt jetzt gegen Herod dann. Das heißt also, wir wollen uns auch noch mehr zeigen. Das ist jetzt die Bösen, weil er alternative Zeitpunkte ist. Ja, ich dachte, du wirst sterben. Ja, Waffen sind ein bisschen schade. Gerade nichts machen. Wieso sind die schade, die normal? Oh, jetzt ging es aber schnell. Gut. Hey, hey, immer andere. Ich habe, glaube ich, alle. Ich habe nur die zwei gefunden. Yes. Dann ist ausverkauft. Aber alle anderen kommen ganz oft. Take care. So, also du, du wirst wahrscheinlich schwer sein, hä? Ich hab dich nicht gern, weil du mich besiegen kannst. This is a mercy. Genau, das ist doch das mit diesem Gegner da. Boss, der hat genau diese. Hey, noch was kein Schaden. Hi. Gut, genau. Hey, komm mal wieder zurück. Diese Frostorb. This is a mercy. Ist fair, hm? Do not stand in my way. Okay, der macht Schaden. Ja, gut. Wenn du so viele Attacken da machst. This is a mercy. Do not stand in my way. Immer weg. Sehr schön. Hey, ich hab Max Goldres hier. Shatter. 75. This is a mercy. Do not stand in my way. Geh doch rein. Ja, wir müssen die Division holen oder so. Wir machen noch den Schaden. Auf normal, also auf einzelne gehen. This is a mercy. Shatter. Geh mir doch rein, denke ich. Do not stand in my way. Was bist du, ein Boss? Du musst heimkriegen zu gehen. Meine Güte, wie balanciert ihr eigentlich? Verkehrt herum? Auf maximale Unbalance? Dankeschön, hey. Ich glaube, die Entwickler wollen gar keine guten Spiele mehr machen. Nein, es ist ein gutes Spiel, aber es hat so viele Macken, dass es halt auch nicht mehr so gut ist für viele. Für mich ist es immer noch ein gutes Spiel. Nur eben, es ist einfach nur nervig. Zwischendurch. Vielleicht mal ein bisschen Kraft verbessern. Einfach kein Talent mehr, die Entwickler. Sie haben sie sich auf 99, also sind sicher mehr jetzt schon. Ja. Aber sie wurden nicht besser. Sie wurden schlechter. Sie haben irgendwelche untalentierte Leute reingetan. Sie machen selber auch nicht mehr so viel. Sie sind einfach schlimm wie ein gutes Spiel. Und plötzlich einfach schlecht ist. Weil einfach viel verändert wurde, was nicht gut ist. Ich muss noch einmal das Stream-Preview anschauen. Ja, noch positiv. Geht einfach kein jemand. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Mit dem Training heute. Ich will so viel mit euch aufnehmen. Last Epoch ist im Livestream sehr anspruchsvoll für meinen PC. Wahrscheinlich
sind es teils noch die Server, die noch bei mir Internet-Schwierigkeiten oder so Latenz zu machen oder und dann auch Grafik mehr Anspruch oder ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es mal gelesen, dass je mehr du Internet verbrauchst, desto schwieriger ist das Game auch beim über den Server laufen, oder? Du renderst ja für den Server. Der Server rendert für dich. Und das macht halt die Performance extremst rum, beziehungsweise die Hitzeentwicklung auf deinem PC dann mega hoch. Die Hitzeentwicklung, nicht die Performance, die Hitzeentwicklung. Hier ist ja das Problem bei mir. Ich habe sonst immer 60 FPS. Keine Ansage. Aber ich habe ungefähr so 3.000-4.000 FPS. Mit Choosings. Yes. Und das ist halt das Problem. Weil alles Spiele auf Servern laufen, die mögen das dann gar nicht. Naja, irgendwie so etwas. Aber auf jeden Fall ist es halt schon ziemlich blöde, wenn ich nicht leisten kann von diesem Spiel. Ja, nein, ja, ein PC hat es weg. Aber wieso wurden eigentlich in diesem Spiel jetzt die Bosse wieder stärker oder zäher gemacht? Ich frag mich echt, wo liegt das Verbindungsproblem vom Spieler zum Game? Also welche Entwickler macht so einen Schrott? Oder wieso machen die Entwickler so einen Schrott? Und die Spieler doch sagen, sie möchten faire Bosse. Dann müssen sie nicht den großen sagen und sagen, oh ja, wir tun den helfen, weil die natürlich gamebreaken, weil sie so gut sind oder auch sehr viel Erfahrung haben, alles auszuweichen oder so, einzustellen. Man muss das wie so mehrere Lager aufmachen. Die Casual-Spieler, die Mittelspieler, die Speedrun-Spieler. Und dann alles ein bisschen auswägen, dann ist man ein guter Entwickler. Die haben nur schon zu wenig Zeit, weil sie in Istanbul immer diese Döner essen und nicht Tees trinken. Abwarten und Tee trinken und dann einfach schlecht. Aber es gibt so viele Probleme immer wieder, ich glaube schon, dass die Zyklität. Also ich finde Age of Kings ziemlich von den Drops. Meistens sind die guten Drops dann einfach die Gute. Kein Crit Multiplayer zum Beispiel. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt das andere Amulett wieder tragen soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, nein, das ist nicht so gut. Und ich möchte ja eigentlich schwächen. Zu heavy. Höhe beständig. Hier bin ich. Also ja, hier bin ich. Muss ich nicht. Ja, und so 7% Giftwiderstand. Division? Du wärst gestern nachgeschaut wegen Division 2, das habe ich nämlich. Wollte ich eigentlich mal einfach spielen in den Livestream oder so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist komplett anders als Division 1, wo es damals so mega gehypt wurde. Und völlig, ja. Also irgendwie anderes Setting oder so, also anderes, andere Zeit, so Cyberpunk, Technik. Lizenziert. Ich mochte das irgendwie nicht. Vom Anschauen. Keine Ahnung, wieso. So etwas verschieben lassen. Okay, ist vielleicht bei mir bestimmt das für den Entwickler für manche nicht, aber es war ja nicht so fest beliebt, oder? Also so overhyped wurde das, ne? Das ist aber auch nicht ganz so manchmal.
Kann ich verstehen. Yes. Aber Mana Lords, ey, wenn es nur nicht so nervig wäre. Mana Lords ist halt wirklich wieder Survival. Und echt nicht gerade mein Typ dann. Ist das dieser gute Speer oder ist das der schlechtere Speer? Also nee, das ist nicht der gute Speer. Ja, jetzt fragt sich, ja. Ich glaube, das da unten nützt nichts. Geht doch zum Munich. Okay, wir haben leider schon über Zeit, aber macht nichts. Ist spaßig gewesen und jo, wir können ein bisschen die Sachen raushauen. Da steht schon von Gochi, Gochi. Von Gochi Fire. Stand down. Ich weiß nicht, welche Quest das überhaupt ist. Ich habe das Spiel durchgespielt, aber. Ah, das war in Saal. Das ist Geld in der Nähe von Geld und die Stadt. Dort war es, naja, also ich habe es nicht so mitbekommen, weil es für mich nicht so meme-heftig war. Für mich ist vieles nicht meme-heftig. Die Menschen übertreiben halt manchmal nicht alles. Aber, ja, ich habe schon gespielt, wo es noch schwer war, aber ich hatte irgendwie die Taktik, oder ich. Man muss halt seitwärts werden. Ich bin nicht so wie Maschinengewehrs dann. So heftig stark. Die wurden stark genervt und waren für mich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die zwei gemacht oder so. Dann doch wieder ja, ziemlich. Wildschweine, die nicht so stark sind wie ein Endboss. Ja, die da. Hä? Machen wir in den nächsten Part mal die Kampagne. Nein, ich habe ja das auch nicht wirklich. So, also Dankeschön fürs Zusehen. Im nächsten Part machen wir da noch das Unique Echo und schauen mal einfach bei den anderen Monolithen vorbei. Machen hier oft dann, wenn wir halt der Wissen haben. Jo. Tschüss zusammen.